Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ein paar von euch haben gefragt, wie wir eigentlich immer zur Halle kommen, beziehungsweise wir sollen mal zeigen, wie der Weg ist. Und deswegen mache ich das mal ganz kurz. So schnell kann es gehen. Was ist denn jetzt passiert? Was? Da war ich schon? Nee, weg. Was? Ich bin nicht mehr da. Nico, was ist passiert? Keine Ahnung, der Lukas hat versucht, den Bildschirm umzustecken und jetzt sehe ich nichts mehr in der Regie. Das kommt in den Mumps mal an hier. Jetzt drücke ich hier wahllos im Kreis und da passiert irgendwas. Sind wir noch live? Ja, wenn der PC noch läuft, sind wir noch live. Das riecht nach dem Neustart. Haben wir. Oh, sind wir offline oder was? Ja. Okay. Für den Chat. Ja, da hat der Praktikant den Rechner eben einmal kaputt gemacht. Ah, hat einmal die Pyramide zum Einschutz gebracht. Ist ein Problem. Nase ab. Kommt er einmal kostümiert hier zur Arbeit und schon geht das Ding in den Wicken. Warst du's? Wieso denn der Praktikant? Wieso denn immer der Praktikant? Ich kündige. Ja, jetzt verzieh dich, wir müssen hier wieder online gehen. Ja. Lukas steckt irgendwas aus und der Praktikant ist schuld. Das ist ein Skandal. Ernie ist ein bisschen im Stress, weil der Streamer gerade aus. Wer war denn schuld? Ich denke mal, das war ein Konglomerat aus allem, so ein bisschen. Wir müssen hinten immer den USB umstecken, um von diesem Monitor die Preview zu kriegen auf den großen. Ich habe hinten HDMI umgesteckt. Also war Bremen schuld? Auch, auf jeden Fall. Bremen ist immer ein bisschen schuld. So, man hört euch Verbrecher alle wieder. Wir sind wieder da. Der Schwernitz meinte, dass das alles sehr wild aussah, was da offen war. Also aber grundsätzlich, das sah schon öfter so wild aus. Normalerweise führt das nicht zu diesem Schaden. Okay. Ja, aber wie kann ein HDMI einen Rechner anhalten? Die reden doch da. Ja. Hast du sie drin? Die wollen nicht nur live gehen, die wollen auch noch Regie haben. Nicht genug Fett für die Finger. Ich war verkleidet heute Morgen. Bei mir wurde schon die Krawatte abgeschnitten. Sag mal, wer bin ich? Bin ich Kfz-Mechaniker? Niki Lauda, Franz Beckenbauer. Wieso Franz Beckenbauer? Hab ich mich auch gefragt. Irgendjemand hat das denn gesagt? Ich sehe aus wie Franz Beckenbauer. Vor allem Franz Beckenbauer mit 12, oder? Wann hatte Franz Beckenbauer einen roten Overall an? Weiß ich nicht. Wusstest du, dass wir gerade offline waren? Ich war es nicht, muss man schon mal sagen. Ja, Bremen war es. Bremen hat schon die Schuld bei sich gesehen. Bremen war es. Danke. Was machst du denn jetzt, Digga? Grundsätzlich ist das System mit heißer Nadel gestrickt. Und da sehe ich nur einen Schuldigen. Er meint nicht mich. Boah, nee. Da musst du hinzoomen. Da musst du hinzoomen. Wenn man so ab und zu, also wenn man zu oft auf Kamera sein kann, dann kann man das ja gar nicht durchsehen. Aber ich sag mal so, für die Backstage-Leute ist das wohl durchaus möglich. Das ist neue Was machst du da? Sehr gut. Dann sagen wir natürlich herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale. Gefühlt eigentlich nach jeder Abwehr irgendwie so, ja, da ihr den sehen können. Also wir haben immer so ein bisschen das Gefühl, wir haben über den Stemmschritt, den Approach von Nele Schmidt schon ganz oft natürlich geredet. Das ist super unkonventionell. Hatte Superman und Papa Schlumpf in der Regie? Hm? Zusammen werden wir die Welt retten. Gandalf kann Koffer packen gehen. Gerade gucke ich mir den anderen hier, den Fotojürgen, an, wie er hier in seiner Love Story auf Streuseljagd geht. Das ist gut, ne? Alle mal auf Onus vorbeigucken. Aber ist schon auch ein bisschen schlaffe Giraffe. Ne? Oh, jetzt ist sehr schlaffe Giraffe. Du so? Sonst werden wir auf Twitch gebannt, wenn die Giraffe zu straff ist. Klatsch dich weg, Bruder. Sind Sie dieser Luke Delay? Wer bin ich? Eimer Reis, wie featuring Luke mir? Delay? Deine Mutter hat große Füße. Voila, Bila, nimm das Ding weg. Mhm. Ihr wart vorhin schon mal hier, oder? Und ich sehe da, wir dürfen Speiercut irgendwelche Aufnahmen von mir. Guck mal, was ist los? Nix, ich weiß jetzt einmal, wie es sich anfühlt, wenn irgendein Affe die Kamera einfach auf die drauf hält. Nee, das ist scheiße. Wacht man gerade auf und das erste, was man sieht, ist der Kamera an der Fresse. Du hast die straffe Giraffe vorhin verpasst. Was hat die gemacht? Den Stream gesprengt. Ich hab wieder deine Arbeit gemacht. Ja, ist gut. Kannst dich mal bedanken. Wir müssen jetzt mal so ein Symbol irgendwo hinmachen mit Medicam. Wir wollen eine Medicam. So, eine Scheiße. Bestes Wasser, Hanna Felsenquelle. Ja. Egal, Hanna Wasser, bestes Wasser. Wir haben bei einem Ding richtig gefettfingert. Grüße gehen raus in die Spudelfirma. Niemals im ganzen Leben muss stilles Wasser blau sein. Blau ist immer spritzig. Grün ist Medium und still ist rot. Amen, Bruder, Amen. Oder hellblau, aber niemals dunkelblau. Wir haben schon locker 2 Minuten Content hier aus dem Raum. Ja, ich muss mir die Scheiße nachher wieder angucken. Ja, darfst du schneiden. Wir brauchen echt einen Cutter, ich habe das mit Olaf besprochen. Bei der nächsten Veranstaltung gibt es einen Cutter. Echt? Und darfst du nächste Veranstaltung wiederkommen? Ich denke schon. Ja, ich freue mich.
Hier, und Treiber kriegt einen Editor. Er weiß zwar nichts davon, aber ich hab den. Der Treiber macht eh keine Fotos mehr, der lässt nur Fotos, die sich machen. Vor allem das Krasse ist ja, da sind die Bilder auf Insta, aber steht trotzdem immer dran unten Foto Flo Treiber. Die Fotos sind gar nicht mehr von Flo Treiber, Freunde. Und ihr habt es nicht mal gemerkt, ohne Witz, das sind nur die Filter. Ist so. Also die Umsetzung bin ich sicher, kriegen wir 100% hin, aber den Umfang kann ich noch nicht so ganz einschätzen, deswegen musst du den mal anrufen. Geht um Hockey. Martin, ich stehe gerade vor Martin, der filmt mich. Martin freut sich, weil bei Feldhockey hat er, ihm wächst das gerade direkt da in der Hose, wächst ihm so ein. Nee, so ein weißt du, warum ich mich freue? Warum? Weil das in Mannheim ist. Weil es in Mannheim ist, genau. 19. Mai, aber pssst, pssst, pssst. Wichtigste Frage. Ja, Bartwuchs sehe ich bei dir. Gilt dieses Gerät jetzt als Alltagsmaske? Hat schon wieder einer mein Studio gekabert hier. Gekabert? Gekabert. Jetzt peitsche ich euch mal. Los Peitschos, in der Lüge aus. Je Peitscho del Spasso. Hallo, ich bin Martin und ich bin Stuttgart. Ja, wer bin ich? Ich bin Stuttgart von Haus des Geldes. Ich bin der Lukas und ich bin Heisenberg. Ja, hallo, ich bin der Markus und ich bin verkleidet als, die meisten sagen, es ist eine Einlage. Ich sage, es ist ein Bacon. Hallo, ich bin Jürgen und ich bin heute Papa Schlumpf. Der Name ist mir. Hallo, ich bin Roberto. Ach ne, hallo, ich bin Umberto und ich bin heute aus Sinaf. Hallo, ich bin Sven und ich bin heute einfach Karnevalsjack. Hallo, ich bin die Natalie und ich bin eine Kuh. Danke!